Ein Baum hier lang. Werden sie schon noch verirren. Oh, ein Wildschwein. Ein Wildsau. Starr mich nur an. Du bist doch auch nicht schlauer als ich. Gut, dass wir nichts dabei haben. Es hat schon genug zu essen. Ich weiß nicht einmal, wo ich an... Na, aber wir haben noch Feuersteine. Ja, hier vielleicht. Ah, komm wieder zurück. Ich sag doch, wir verirren uns. Vielleicht sind wir wieder am Start. Labyrinth überspringen? Nein, auf keinen Fall. Noch nicht. Später vielleicht irgendwann. Hätten wir uns gar nicht mehr zurechtfinden. Nur dort bei der Maske was ausprobieren sollen. Sie sieht aus wie alle anderen. Vielleicht mit der Maske versuchen sollen, ihn durch runterzukriegen. Das wäre vielleicht eine Option gewesen. Sie sieht aus wie alle anderen. Tja, das ist eine Sackgasse. Bis ich nicht weiß, was die Maske. Das wäre grausam. Sie sieht aus wie ein. Ich glaube, hier waren wir schon 10-mal. Das wird schon genau schon. Auf einer Richtung in der Sackgasse. Hier waren wir auch schon. Rechts am Baum lang. Das bringt doch nichts. Der Weg ist das Ziel.
Handschuhträger geschaltet. Aber ich zu lange rumgeirrt bin. Na komm, das macht glaube ich wirklich keinen Sinn mehr. Bin zu sehr verirrt. Das Achievement war wahrscheinlich für alle, wenn man alle Wege mal gegangen ist. Oha. Wo sind wir hier gelandet? Spinnennetz. Oh, wir haben ihn durch. Okay. Keine Ahnung, wie wir den runterbekommen haben. Aber wir haben es früher runterbekommen. Um es mit ihr aufzunehmen, brauche ich etwas Eindrucksvolleres. Ich gehe keinen Schritt näher, nicht ohne Waffe. Das ist doch eine Waffe. Vergammeltes Seil. Besser nicht. Ziemlich schönes Gestrüpp. Lieber nicht. Das bringt mich nicht. Oha. Feuer. Jetzt schnell den Stab. Ah, oh, Prinzessin. Ich hatte mich bereits auf die nächsten 1000 Jahre eingestellt. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo ist er lang? Da hinten über den Baumstamm. Haben wir das Ganze mal abgekürzt. Gut, sie folgt uns nicht. Wir sind sicher. Vertraust du mir jetzt? Ihr habt mich doch nur gerettet, damit ich euch sage, wohin euer verräterischer Führer geflohen ist. Hör auf, an mir zu zweifeln und beginne endlich mir zu vertrauen. Ich vertraue euch erst, wenn ihr mir sagt, was ihr mit mir vorhabt. Nichts. Ich habe nichts mit dir vor. Es liegt ganz allein an dir, ob du mir hilfst oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich ziehe in eine Schlacht, deren Verlauf kein Wesen voraussehen kann. Ich folge einem Plan, der sich nicht planen lässt. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und wie ein Gaukler baue ich mir daraus ein Sicherheitsnetz. Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Alles, was ich tun kann, ist fallen. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird? Vertrau mir. Ich habe besser vorgesorgt, als du glaubst. Aha. Stufe aufgestiegen. Ah, die Spinne besiegt. Was ist hier geschehen? Sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Tja, hoffentlich hat es ihn getroffen. Endlich etwas Wärme. Im Zelt liegen noch ein paar Felle. Sie haben einfach alles stehen und liegen gelassen. Oh, ein totes Pferd. Das habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Neben dem Blutgeruch kann ich noch etwas anderes riechen. Hat der Feigling etwa seinen Dolch mit Gift präpariert? So, wir haben doch Feuersteine, können wir doch bestimmt. Ich habe gerade andere Sorgen, als ihn wieder los. Ich dachte, wir machen ein bisschen Feuer. Mir fehlt die Vision. Lieber nicht. Nein. Ich darf jetzt. Das geht nur bei Ma. Ich fürchte, mein Zauber wirkt nur auf Ma. Ja. Dann mal hier weiter. Und das nächste Labyrinth, was wir nicht überspringen können. Noch nicht. Und wir haben es geschafft. Endlich. Die erste Etappe ist geschafft. Aber dort hinauf schaffe ich es niemals ohne Führer. Ich dachte, ihr seid vorbereitet, Herrin. Hm.
da am Wasserfall ist jemand. Und mindestens einer davon kommt mir doch sehr bekannt vor. Oha. Na, dann holen wir ihn ein und zahlen sie ihn zurück. Vayrondra. Ich glaube, seine Klinge war vergiftet. Hättest du nur ein Schwert benutzt und nicht diesen vermaledeiten Bogen. Ganz ruhig. Wenn du dich aufregst, verteilt sich das Gift nur noch schneller in deinen Venen. Bist du sicher, dass uns niemand gefolgt ist, wo ein Verkina aus dem Busch springt? Ist die restliche Sippe nicht weit? Keine Sorge, er hat keine Haare. Er ist ein Ausgestoßener, ein Unehrenhafter, der seine Gegner feige vergiftet. Ich werde ihn für seine Schandtat büßen lassen. Das sind Rondra-Amazonen. Ich hatte gehört, dass sie ihre Festung westlich von hier haben. Aber was machen sie so weit draußen? Kümmert euch nicht darum und verschwindet von hier. Nein, ich brauche den Mistkerl. Nur er kennt den Weg nach Draconia. Verdammt. Den Göttern zum Gruße. Wie ich sehe, habt ihr einen Verkina gefangen. Wer seid ihr? Warum bedrohst du mich? Was habe ich dir getan? Ihr seht wahrlich ungefährlich aus. Ihr seid Tulamidin, aber keine Verkina. Ihr kommt aus einer der großen Städte im Osten. Aber was treibt euch alleine so weit in den Raschtulswall? Ihr seid ein gefundenes Fressen für die zahllosen Verkina-Stämme in diesen Höhen. Was führt euch so weit weg von eurer Heimat? Ihr kommt aus Keshal Rondra, richtig? Wir sind auf einer Mission. Unserer Göttin Rondra höchste Ehre zu erweisen. Wir ziehen in den Krieg gegen die Dämonen der gorischen Wüste. Die verraten mir sehr viel über sie und ich muss gar nichts verraten. Gibt es Neuigkeiten vom Schlachtfeld? Die Truppen aus Zorgan sind auf dem Weg nach Ankopal. Bereit, das Zentrum des Bösen zu attackieren. Sie warten nur noch auf die Verstärkung, die derzeit in Draconia vor Anker liegt. Derweil sammeln sich die Horden der Finsternis in der gorischen Wüste. Eine glorreiche Schlacht steht uns bevor. Aber ihn nicht mehr. Du bist sehr jung für eine Kriegerin. Wenn das Schicksal uns ereilt, können wir nicht warten. Wir müssen handeln, wie uns befohlen. Für Außenstehende ist das schwer zu verstehen. Glaube mir, ich verstehe dich. Vor wenigen Monaten hat unsere oberste Löwin eine Vision unserer Göttin Rondra empfangen. Ein roter, brennender Löwe. Das Symbol unserer Göttin. 20 Ähren, davon nur die Hälfte gereift. Sie stehen für mich und meine Schwestern und die Statue einer mächtigen Kriegerin, umschlungen von einer dämonischen Kreatur. Lange haben wir kein so deutliches Zeichen mehr erhalten. Wenn die Löwin spricht, müssen wir gehorchen. Was ist mit deiner Gefährtin? Wir hatten unterhalb der Nebeldecke unser Lager aufgeschlagen, als der Verkina uns überraschte. Er erdolchte mein Pferd und vergiftete meine Schwester mit seinem Dolch. Ja. Wir nahmen ihn gefangen und um weiteren Angriffen zu entgehen, zogen wir uns hierher zurück. Zum Glück ist das Gift harmlos, aber es verleitet zu Fieberträumen und zu Schläfrigkeit. Können wir nicht mit ihr mitgehen und ihn dort hängen lassen? Ich werde mich etwas umsehen. Ja, aber nähert euch nicht dem Gefangenen. Ihr werdet sonst schneller einen Pfeil in eurer Hand spüren, als euch lieb ist. Wie nett ihr zu ihr seid. Sie ist genau wie ich. Es wird nicht leicht, ihr Rachmann abzuschwatzen. Es sei denn... Willst du jetzt doch helfen? Ich habe zumindest einen Einfall, aber dafür brauche ich seine Halskette. Was hast du vor? Bringt mir die Kette und ich zeige es euch. Können wir vielleicht... Ich sehe, was ihr da macht. Und ich rate euch, lasst es sein. Ich muss das indirekter machen. Können wir mit dem Dolch kitzeln? Ich brauche ihn noch. Den Dolch oder ihn? Beide. So schade. Mit bloßen Händen bekomme ich die Oha. Ich trinke erst, wenn ich weiß, dass ich sicher bin.
Ein Apfel hängt von einem Baum und ein Mann holt ihn herunter. Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Zwei Männer jagen irgendein unförmiges Tier. Die Malerei zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Da steht ein Mann mit einem Speer. Das Bild eines Drachen. Aha, Höhlenmalerei. Ich darf jetzt nicht den Kopf... Können wir den Stein nochmal werfen? Ich darf mein Ziel nicht aus... Tja... Ihr wollt diesen Kriegsgeweihten allen Ernstes ihre Rüstung rauben? Nein, das wäre dumm. Ich habe mich nur eben gefragt, was ich tragen werde, wenn ich in die Schlacht ziehe. Und ob wir dann Seite an Seite kämpfen werden. Ihr könnt euren Tod wirklich nicht erwarten, oder? Wenn du nicht verstehst, dann halt den Mund. Solange sie hier liegt, ist das Mädchen beschäftigt. Okay. Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Ferkiner. Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand vom Fer... Tja. Versuchen wir es mal. Warum lasst ihr den Ferkiner nicht frei? Niemals. Er ist gefährlich. Es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen feigen Mörder wie ihn wieder ziehen lasse. Das kriegen wir hin. Vielleicht. Ja, mit dem Seil direkt können wir nicht interagieren. Eine Flockenerde. Ja. Ich brauche deine Kette. Haltet Abstand. Und wir müssen mal sehen, was wir haben. Ich sehe, was ihr da macht. Und ich rate. Hm. Ich komme mit einem Ast hier oben. Vielleicht einen Stein runterwerfen. Einen Stein auf ihn werfen. Das führt doch zu nichts. Ich sehe, was ihr da macht. Und ich rate. Hm. Sergio. Vielleicht. Mir fehlt die Vision. Tja, mir auch, ehrlich gesagt, gerade. Was könnte man jetzt noch tun? Wir haben nur nicht alles mit einem kombinierten Inventar. Ich darf jetzt nicht den Kopf... Das mache ich besser.
Ich komme nicht ran. Tja, also... Ich komme nicht ran. Das ist wohl nicht Mark. Das geht nur bei Mark. Das geht nur... Ich fürchte, mein Zauber... Ich glaube, ich kann das besser. Ich sehe, was ihr da macht und ich rate... Tja... Das bringt mich nicht weiter. Ja. Ich bin planlos. Dass das hier möglich ist. Ich meine sogar, wir hätten das mal probiert, aber gut, dann probieren wir es halt nochmal. Da haben wir nur den Stein reingeworfen. Fast. Wäre der Wasserstand nur nicht so niedrig. Was? Und wie das funktioniert. Das bringt mich nicht weiter. Ich sehe kein... Das hatten wir versucht. Das wird niemals. Wasserstand nicht niedrig. Was zum. Versuchen wir es noch zwei, dreimal. Fast. Hä? Soll man den Wasserstand anpassen oder was? Komm, verarsch mich nicht. Ach, natürlich ist. Ich versuche das auf die falsche Weise. Dieses Spiel. Hier, ja, genau. Dann stoppen wir das Wasser und machen einen höheren Wasserstand. Darauf kam es jetzt an. Na dann, let's go. Da haben wir die Kette. Was ist mit als Kette? Danke. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch in der Grabkammer eine Vision schickte. Als Erklärung für das Blutritual. Du meinst das Bild von meiner blutenden Hand, der glimmenden Räucherschale und dir? Richtig. Nun, ihr könnt mit dem Gefangenen nicht reden, da das Mädchen sonst Verdacht schöpft. Aber ihr könnt ihm eine Vision schicken und ihn auffordern, sich mit ihr gutzustellen. Und wie? Mit dem Zauber des Visionenschickens, den ich nun in eure Hände lege. Ah ja. Das heißt, ihr kann richtet ihn auf die Halskette in eurer Tasche und ich erkläre schön. Euch alles weitere. Was hast du noch für Zauber, die du uns verschweigst? Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken, die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über drei Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über drei Visionen? Ja, richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Er wird diese drei Dinge unweigerlich zusammen denken und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Ich habe schon eine Idee, dafür sind die Dinger hier da. Steinmalerei Mann, Steinmalerei Drache, Frau, Jagd. Lagerfeuer, Obst.
Das Lagerfeuer natürlich. Die junge Amazone. Und er. Aleglum Zulascha Savcha. Sei still! Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul Savcha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Liebend gerne. Au! Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Au! Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Wär's? Au! Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Ah, ja. Das ist deine, richtig? Sowas normal. Das muss ja der einzige von denen hier sein. Das Obst, der Drache, die Jagd vielleicht. Schon los. Vielleicht. Schon los. Ja. Wir versuchen es weiterhin. Vielleicht nicht mit der Amazone, sondern mit dem Schild. Mit ihm und dann das Feuer, würde ich sagen. Schon los. Oder auch nicht. Amazone. Ja, hier. Das hatten wir schon. Menschheit. Das hier, ja hier und der Apfel. Schlägluck. Oder auch nicht. Ich muss aus meinem Stoffhetzen versuchen. Und sie manipulieren. Ah, okay. Das Schild. Und dann hier Feuer. Und er. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Aha. Apfel vielleicht. Was ist mit dir? Ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet,
und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. Ah, so, da wären wir. Ich lass dich jetzt frei. Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Es kann ja nur schief gehen. Keine Spielchen mehr, ja? Wie ich es hasse, von ihm abhängig zu sein. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. Das kann ja nur schief gehen. Das war so klar. Als ob die das nicht ans Kommen sehen.